Guten Morgen! Ich dachte, ich würde jetzt mal wieder vloggen. Ich habe letztens einen Wochenvlog gedreht, aber habe noch keine Zeit, den zu schneiden. Bei Wochenvlogs brauche ich immer ein bisschen länger, um die zu schneiden. Aber ich dachte mir, ich filme jetzt morgen, also heute und morgen, ein bisschen, wie ich in der Prüfungszeit lerne. Weil ich habe jetzt so Midterms, würde ich sie mal beschreiben, also ja, in meinen drei Hauptfächern. Und gestern hatte ich Geschichte, aber Geschichte ist wirklich das chilligste Fach und mein Lieblingsfach. Und ich glaube, das ist gut gelaufen. Aber das sind halt nur Wissensfragen, halt nicht Aufsatz oder so, wie das in den anderen Fächern ist. Und ja, ich muss jetzt für Dienstag 120 Seiten lesen und rat mal, wer noch nicht angefangen hat. Ich wollte jetzt in die Bib gehen. Ich wollte mich in der Bibliothek hier in der Nähe mal anschreiben, weil man muss da so eine Karte machen. Ich wollte das heute machen, damit ich auch nach der Vorlesung noch dahin kann, weil die nehme ich bis 10 Uhr abends auf. Ich wollte euch übrigens noch zeigen, ich habe nämlich ein Paket bekommen. Dieses Video ist übrigens gesponsert von Chicel. Danke fürs Sponsoren, aber ich wollte einen kleinen Haul machen, weil ich, also jetzt ohne Spaß, ich habe wirklich nicht so viele Klamotten. Ich trage immer und immer wieder dieselben Sachen und ich habe mich gefreut, dass ich ein paar neue Winterklamotten jetzt hab und werde euch die mal zeigen. Ach, die Sonne scheint jetzt hier rein. Ist ja gleich, ist Black Friday und ich habe einen Code für euch, bekommt mega, mega Rabatt. Und ja, ich schreibe euch den Code hier hin, verlinke euch alles in die Infobox, schreibe euch den Code nochmal dahin, falls euch irgendwelche Sachen interessieren. Und als allererstes dieser Pulli, nach dem haben schon welche gefragt auf meiner Instagram-Story. Ja, das ist er. Und ja, ich finde den super schön, der ist richtig weich. Also ich glaube, das ist eine der weichsten Pullis, die ich habe. Und ja, ich liebe den. Der ist sehr, sehr, sehr schön in diesem Grün, aber trotzdem nicht zu krassem Grün, wenn ihr wisst, was ich meine. Also so eine neue Linie rausgebracht und zwar mit Sportsachen. Und da habe ich mir zum einen dieses Sportoberteil hier ausgesucht. Das ist so cropped, hier ein bisschen geriffelt. Und was ich cool finde, ist, dass man die Hände da so reinstecken kann. Keine Ahnung, warum ich das cool finde, aber ich finde es cool. Also ja, das Sportoberteil in so einem Khaki. Und ich wollte schon immer so ein passendes Set haben, habe ich mir aber nie gekauft. Und jetzt habe ich eine passende Leggings. Die Hose, die Leggings habe ich, glaube ich, in S genommen, weil ich mag das nicht, wenn das so was eng ist. Und das Oberteil in extra small. Aber ich glaube, das hätte ich auch in small nehmen können. So, dann, ach, eines meiner Lieblingsteile. Und zwar wollte ich schon immer so einen Lederrock. Ich bin auch immer auf der Suche nach so einer Fake-Ledershorts. Also es ist fake. Aber ja, ich habe jetzt mal einen Lederrock. Das ist super, super gut mit so einem weißen Pulli oder mit einer schwarzen Bluse für Weihnachten zum Beispiel mit der Familie. Also ja, finde ich sehr, sehr schön mit so einer leicht durchsichtigen Strumpfhose. Love it. Dann, was haben wir hier noch? Ach so, ja. Ich habe hier in Paris nicht so viele Ausgehtops und deshalb habe ich mir einen Ausgehtop ausgesucht. Finde ich auch gut für die Festive Season. Also das ist so ein Turtleneck. Ihr wisst, wie krass ich Rollkragen liebe. Das ist das hier und es hat hier hinten so Schnürungen. Und dann kann man das so binden und ja, wenn ich ein Bild finde, blende ich euch das ein. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Nämlich nicht so viel Ausschnitt haben und ja, das ist eigentlich ein gutes Ausgehtop, finde ich. Dann habe ich mir diesen Pulli hier ausgesucht, den finde ich auch so schön. Ich liebe die Farbe. Und zwar trägt man den eigentlich so, also ihr seht hier vorne, hat das so einen Knoten, keine Ahnung. Aber ich würde den sogar auch manchmal so tragen. Das heißt, dass man so einen schönen Rückenausschnitt hat. Ja, diesen Grauton liebe ich einfach. Ich liebe Grau, einfach weiß, Grau, Schwarz. Alles, was ich liebe. Und dann haben wir noch einen mega schönen Winterpulli. Ich bin auf der Suche auf jeden Fall nach noch weiteren so Oversize-Rollkragenpullis, also nicht so eng anliegen, nur wirklich so Oversize-Rollkragenpullis. Und das ist wirklich so ein perfekter. Den hier, also ihr seht es, der ist so schön gestrickt, würde ich ein weißes Top drunter tragen, weil ja, es ist schon zu kalt, nur den Pulli zu tragen. Aber egal, der ist so schön Oversize. Ich habe den in Größe, ich glaube, small. Keine Ahnung. Oder ist der One Size gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, verlinke ich euch in der Infobox. Und der Pulli mit einer Leder-Leggings oder Leder-Shorts, weil der geht halt nicht Leder-Shorts, mit einer Leder-Leggings oder mit einer Leder-Hose halt. Richtig cool, weil der ist halt etwas länger, geht über den Po und dann finde ich, passt das einfach perfekt zu so Leder. Egal. Und dann habe ich noch so eine Flowy Pant geholt. Die ist leicht durchsichtig, haben die in verschiedenen Farben.
Die kann man entweder so als Überwerfding für den Strand nehmen, aber jetzt ist wirklich nicht die Strandsaison. Oder mit einer Strumpfhose könnte ich mir auch vorstellen, den zu einer Christmas Party oder so zu Hause zu tragen. Also ja, es ist leider zu dünn, um das draußen zu tragen, aber mit einer Strumpfhose könnt ihr das maybe auch draußen tragen, ist wie ihr möchtet. Und dann, wenn wir schon bei Rollkragenpullis waren, ihr wisst, ich liebe Rollkragenpullis und so einen habe ich noch nicht. Und zwar ist es so ein Grauton, so ein richtiges, also kein meliertes Grau, sondern so ein Grau-Grau und ja, finde ich mega, mega schön. Und das ist auch das letzte Teil. Also ja, falls euch irgendwas von den Teilen interessiert hat, vergesst nicht in der Infobox vorbeizuschauen. Das war es eigentlich mit meinem Haul. Ich hoffe, dieser kleine Haul hat euch gefallen. Jetzt haben meine Eltern mir schon einen Kalender geschenkt für Weihnachten. Ich habe immer so einen Schoki-Kalender. Aber leider bin ich dieses Jahr nicht bei ihnen. Ich habe die jetzt schon fast, ja, ich habe die jetzt schon 2 Wochen nicht gesehen und ich gehe jetzt erst in 2 Wochen nach Hause. Ja, ich vermisse meine Eltern, meinen Bruder, ja, meine Family einfach. Sehr viel. Aber so ist das Leben, wenn man im Ausland lebt. Outfit of the day in meinem Badezimmer. Und zwar trage ich meinen Mantel von Bati Baleno, wie gesagt aus Bulgarien. Dann dieser Wollrollkragenpulli von Massimo Dutti, ist mein Lieblingsrollkragenpulli. Dann Jeans ist von Topshop, so eine graue. Und dann auch neue Schuhe, die sind heute angekommen. Ich glaube, ich werde sterben, ich trage nie neue Schuhe. Ich wollte sagen, ich trage nie hohe Schuhe. Die habe ich bei Ann-Kathrin Götze in einem Haul gesehen von Naked. Ja, ich habe einfach ihren Code verwendet und da haben die eigentlich nur noch 40 Euro gekostet. Ja, ich glaube, ich werde so krass sterben in den Schuhen, aber let's try it. Ich muss die ein bisschen anlaufen. Wieder im Apartment. Ich habe jetzt nur meine Karte gemacht für die Bibliothek. Ich gehe, wie gesagt, nach der Vorlesung dahin. Ich habe jetzt Geschichte, also ich sage immer Geschichte, aber es ist Geschichte von Jura halt. Das habe ich jetzt und ja, ich habe auch die Schuhe gewechselt. Ist einfach viel, viel chilliger. Ich habe jetzt die Boots hier an, die sind von Kenzo. Habe ich letztes Jahr gekauft. Und ja, es war jetzt gerade so eine Demonstration oder so von Zirkussen, Zirken, keine Ahnung. Ja, manchmal ist es richtig scary, was ich so bis in mein Apartment höre. Also die Leute schreien hier rum. Das war ja jetzt vor kurzem ein Jahr Gilets Jaunes. Das war auch nicht schön. Aber ich erzähle euch davon in meinem Wochenblog. Und in letzter Zeit wache ich die ganze Zeit auf mit Kopfschmerzen. Ich habe mich mal gefragt, wovon das kommt. Und ich glaube, und es haben auch manche es gemerkt, es ist mega laut in meiner Wohnung, weil ich keine Doppelverglasung habe. Ich weiß nicht, ob ich gleich mit Ohrenstöpsel oder so schlafen kann, weil ich glaube, mein Unterbewusstsein ist so richtig verstört, dass ich die ganze Zeit ja so beim Schlafen Geräusche höre. Also keine Ahnung, ich habe halt mehr Kopfschmerzen, wenn ich morgens aufwache. Ich habe aber jetzt nie was dagegen genommen, weil ich versuche es halt für meine Medikamente zu benutzen und ich versuche dann einfach morgens halt viel zu trinken und dann geht es eigentlich mit der Zeit. Außer wenn ich übermüdet bin, dann geht gar nichts. Übrigens, die Bibliothek, in der ich mich jetzt eingeschrieben habe, in die ich auch nachher gehe, das ist die Bibliothek Saint-Geneviève beim Pantheon. Die ist so schön, Friends, so schön. Es sieht aus wie eine Harry Potter Bibliothek. Ich finde es halt mega cool, weil die komplett kostenfrei ist. Bis jetzt bin ich immer in die Bib von der Uni gegangen und die ist auch richtig gut, weil ich kann mir da halt Bücher ausleihen. Und es ist eine Bibliothek mit nur Jurabüchern, was sehr, sehr praktisch ist. Aber ja, ich gehe jetzt in die Uni. Hello Friends, bin jetzt zu Hause. Ich war jetzt gerade in der Bib. Ich habe leider nicht wirklich viel in der Bib gefilmt, weil es war sehr voll, obwohl es so spät Abend war. Ich habe 25 Seiten gelesen, glaube ich. Also ich bin um 8:45 nach Hause gegangen, weil ich kann einfach nicht bis 10 Uhr lernen. Ich habe mich voll schlecht gefühlt, aber ja. Ich habe 25 Seiten gelesen, es sind um ganzen 115, glaube ich. Ja, und ich hatte schon irgendwie angefangen, die anderen zu lesen letzte Woche, aber es ist nicht wirklich gelernt, weil es ist schon ein bisschen was her. Ja, ich hatte ja jedes Mal das gelesen, was wir die Woche davor gemacht haben. Also ich habe
jede Woche das Neue wiederholt. Aber das Ding ist einfach, ich weiß das nicht mehr genau, weil ich habe das ja nicht richtig gelernt. Ich habe es nur zweimal gelesen oder so. Und ja, jetzt lese ich das intensiv. Also das ist mein Lernen. Ich kann mich nicht dahin setzen, 150 Seiten auswendig lernen. Das ist ja komplett gestört. Also Props an die, die das können. Ich kann das nicht. Ja, ich werde mich jetzt dahin setzen und nochmal schnell meinen Plan machen. Wie ich mir das morgen aufteilen möchte. Aber auf jeden Fall gehe ich morgen nachmittags wieder in die Bib. Morgen wollte ich zu Hause lernen, weil ich habe einen Nagel, der heute abgebrochen ist, was mega komisch ist. Aber auf jeden Fall ist er abgebrochen. Ich habe, also das Nagelstudio ist hier bei mir und ich habe einen Termin um 11:45. Also es müsste maximal 15 Minuten dauern. Und danach wollte ich vom Nagelstudio sofort in die Bib gehen. Good morning. Um 7 Uhr hat mein Wecker geklingelt, bis ich aufgestanden bin, war es 8 Uhr. Ich habe gerade eine Lutschpastille im Mund, weil ich mich irgendwie ein bisschen kränklich fühle und das ist nicht gut. Ich kann nicht krank werden jetzt, wirklich nicht jetzt. Jetzt wollte ich so als Guten Morgen 5 bis 10 Seiten lesen und dann mache ich mir irgendwas zum Frühstück. Das ist jetzt mein Frühstück und zwar sind das so, ja, einfach so Müsli. Von Quaker ist es, glaube ich, aber es ist eigentlich so egal. Und dann habe ich so Mango-Joghurt von Alpro. Das Reis mit dieser Soße, die hatte ich noch übrig. Ja, diese vegane Bolognese, keine Ahnung, finde ich richtig lecker. Und das gibt es jetzt einfach dazu, weil ich Nudeln gekocht hatte am Anfang der Woche und die noch übrig ist. Bisschen in Verspätung. Ich gehe jetzt zu meinem Nageltermin. Ich bin so genervt, dass ich das heute machen muss, weil sonst wäre ich einfach um 10 in die Bib gegangen. Dann wäre ich die ganze Zeit da geblieben und hätte mehr geschafft, aber egal. I'm ready. Übrigens habe ich gerade Cream Contour drauf und ich liebe es. Es ist von Huda Beauty, dieses Cream Contour Ding. Ja. Ich bin so pissed. Ich bin wirklich so pissed. Ich wollte wirklich unbedingt in die Bibliothek gehen und es war so eine lange Schlange. Ich stand eine halbe Stunde in der Reihe. Es sind vielleicht 2 Leute rausgegangen und ich dachte mir, komm, gehst jetzt nach Hause, hat keinen Wert. Ich stand in der Schlange und habe dann trotzdem gelesen, aber das sind Leute, die sich unterhalten haben und sind, ja, ich bin einfach genervt. Ich bin einfach ein Mensch, der viel besser in der Bibliothek lernen kann und ich versuche es morgen erst gar nicht dann dahin zu gehen, weil viele Leute in der Bib lernen. Aber mein Nagel ist wieder ganz. Jetzt werde ich aber intensiv hier zu Hause lernen, weil sonst wird das nix am Dienstag. Das wird sowieso nix, weil es ist sowieso geschissen in dem Fach. Aber trying to be positive. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich sitze hier mit meinen ganzen Blättern und lerne das. So, ich wollte noch kurz, weil das viele interessiert, wollte ich noch kurz über meine Uni reden. Also wie ich was, also was ich benutze, was ich so ein Material habe, weil schon viele gefragt haben. So, ich habe die dicken Ordner hier mit Sachen, die ich ausgedruckt habe. Also wenn ich wirklich lerne, dann lerne ich meistens auf Papier. Das heißt, ich drucke alles aus, was ich aufgeschrieben habe. Komme meistens von den Professoren sowas zusammengeschickt, sowas zugeschickt. Das ist das Einzige, was wir eigentlich bekommen. Das sind eigentlich nur die Überschriften von den verschiedenen Kapiteln. Hier im, warte, heißt das Konstitutionsrecht in Deutsch? Ja, das heißt Verfassungsrecht, auf jeden Fall. Ich lerne gerade Verfassungsrecht für den Dienstag. Und wir bekommen halt nur die Überschriften, das heißt gar nichts. Wir bekommen keine Folien, nichts. Es ist einfach typisch in Frankreich. Und du sitzt dann in deiner Vorlesung, du hast weder ein Buch, also die meisten Lehrer bei uns haben erst kein Buch geschrieben und auch im Buch ist alles noch viel, viel detaillierter. Also du kannst dir kaum für ein Fach ein 800-Seiten-Buch durchlesen, also das ist wirklich viel. Aber ja, ich habe jetzt bei ihr, ich habe seit Mitte September Uni und ich habe 120 Seiten Notizen. Das heißt, ich sitze da und ich habe pro Vorlesung, also unsere Vorlesungen gehen 3 Stunden. Ich habe da immer so 20 Seiten pro Vorlesung. Die Vorlesungen, die gehen wie gesagt 3 Stunden und ich habe 1,5 Stunden und dann Pause 15 Minuten, dann 1,5 Stunden, was ich ziemlich krass finde. Und es ist auch ziemlich schwer, da durchzuhalten, besonders weil ich noch nicht so schnell tippe und ich muss da wirklich viel, viel nachschreiben, weil
ich kriege da wirklich nicht die 20 Seiten pro Kurs. Zum Beispiel in Geschichte des Rechtes, der ist viel chilliger, würde ich mal sagen. Also ja, ich schreibe da wahrscheinlich immer so für 3 Stunden 10 Seiten auf, maximal. Und das ist mega chillig. Also, und da komme ich auch besser nach mit dem, was er sagt und dann mir das sofort verhalten. Weil hier muss ich nochmal nachlesen, um wirklich dann zu verstehen, was sie meinte. Weil ich bin so damit beschäftigt zu tippen, dass ich wirklich Zeit habe zu überlegen. Und ich benutze einfach mein MacBook. Egal, es kann auch eine ganz andere Marke an Laptop sein. Braucht kein MacBook dafür. Die meisten Schüler haben halt einfach ein MacBook. Keine Ahnung wieso. Und die wenigsten, also wirklich vielleicht 1%, sitzt da mit Papier. Ich verstehe die Menschen nicht, die mit Papier da sitzen. Ich würde da niemals nachkommen, aber jeder hat seine eigene Methode. Und ganz, ganz wenige sitzen mit dem iPad da. Wenn ich so deutsche YouTube-Uni-Videos schaue, zum Beispiel von Aliana habe ich jetzt gesehen oder von Juste Eleanor, sie benutzt iPad. Also sie beide benutzen iPads. Fände ich richtig cool. Ich finde es richtig cool, so mit dem iPad und Stift und so. Aber momentan wäre das für mich einfach eine unnötige Anschaffung, weil, ja, okay, iPad wäre dann cool, um unterwegs mal ein bisschen Dokumente zu lesen. Aber das kann ich auch im Laptop schauen. Ich habe den sowieso immer dabei. Und ja, es hängt halt immer davon ab. Wenn man so Folien und so hat, dann ist es richtig cool, ein iPad zu haben. Aber haben wir halt nicht. Ja, deshalb Papier, Laptop, relativ altmodisch. So, ich bin noch immer an derselben Stelle. Es ist 6 Uhr, es ist relativ dunkel. Ich habe mir gerade einen Burger bestellt. Ich wollte ja eigentlich mit einer Freundin was essen gehen, aber wir sind beide nicht so weit, wie wir gerne gewesen wären. Ja, ich habe mir jetzt einfach Burger bestellt. Ich bestelle mir ungern was. Ich glaube, das ist erst das 3. oder 4. Mal, wo ich mir was bestelle. Weil ich finde, das Essen super teuer und eigentlich, dass es nur teuer ist. Aber heute ist irgendwie nicht so ein guter Tag. Keine Ahnung. Und ich habe mir jetzt was bestellt. Ich hatte einfach Lust auf richtiges Comfort Food, weil ich heute ja nicht wirklich viel gegessen habe. Also